So, hallo, jetzt wissen wir also auch, wie die Hasan-II-Moschee von innen aussieht. Direkt am Meer gelegen, hat also Schweinegeld gekostet, 800 Millionen. Und gebaut wurde sie überwiegend von Franzosen, wie ich verstanden habe. Und der Marmor in dieser Moschee kommt also aus Carrara, aus Italien. Und wir machen jetzt weiter.